Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dagi LP. Ganz genau. Ja, Leute, ich habe heute mit euch wieder etwas unglaublich Cooles vor. Das ist mittlerweile ein Standardsatz, das weiß ich mittlerweile auch. Aber es ist wirklich so, denn wer die letzte Folge gesehen hat, ich glaube, das war letzte Folge oder vorletzte Folge. Ich möchte mich aber auch nicht so sehr darauf festnageln, weil ich mir da selber gerade nicht so sicher bin. Aber wir haben in den letzten Folgen unsere Lotte wieder verloren. Aber ich hatte einen Livestream dazwischen. Und deswegen, Leute, und deswegen habe ich Lotte jetzt wieder und sogar ein paar Sachen drin. Denn wer den Livestream gesehen hat, der dürfte wissen, dass wir weiter an der Schlucht gebaut haben. Und zwar einmal hier und dann später auch nochmal, das zeige ich nur mal für die, die es interessiert und vielleicht auch nicht dabei waren. Wir haben auch noch hier dran weitergebaut. Also ein bisschen alles hier niedriger gemacht, so einen kleinen Berg abgebaut. Denn später wird die Schlucht natürlich auch hier lang laufen und dafür haben wir ein bisschen was vorbereitet. Dadurch habe ich auch die ganzen Steine dabei und ich hatte eine Behutsamkeitsspitzhacke, die habe ich immer noch, glaube ich, im Inventar. Deswegen konnte ich direkt die Clearstones daraus bekommen. Und die werden wir jetzt auch direkt am Anfang mal zu Steinziegeln verarbeiten, denn ich möchte heute auch mit diesen Steinen bauen. Was wir genau bauen, das werdet ihr jetzt gleich erfahren. Aber zuvor muss ich mal eben kurz das hier alles zusammencraften, weil bei meinem Glück, schaffe ich das jetzt hier wieder nicht alles unter einen Hut zu bringen. Also reden, craften, dann das Thema ansprechen. Leute, ich bin nicht multitaskingfähig, ich schaffe das nicht. Ich weiß auch nicht, wieso mir so viele Leute folgen. Eigentlich müsste das doch richtig nervig sein, aber okay, anderes Thema. Danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch das anguckt. So, ich habe heute aber auch ein unglaublich cooles Thema am Start, wie immer eigentlich, weil sowas macht eine LBH-Folge natürlich auch wesentlich interessanter. Und der heutige Kommentar kommt von der lieben Ella. Sie hat geschrieben, Thema für LBH. Was hätte Dumbledore gemacht, wenn die Dursleys Harry weggegeben hätten, zum Beispiel in ein Waisenhaus? Eine sehr interessante Frage, weil ganz so abwegig ist sie zwar nicht, aber man muss ja auch sagen, mal für die reinen Filmzuschauer eine Info, sie hätten das natürlich nicht gemacht, weil Dumbledore hatte ihnen ja einen Brief geschrieben, den Tante Petunia auch gelesen hat und die Buchleser wissen auch, was in diesem Brief stand, also ich glaube, das wurde sogar wortwörtlich geschrieben. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich meine, es wurde sogar wortwörtlich wiedergegeben oder angedeutet, was zumindest drin stand. Und deswegen ist das jetzt natürlich eine reine Philosophierfolge wieder, was aber nicht Schlechtes ist, wie ich finde, weil wir gehen einfach mal von der Tatsache, nee, nicht von der Tatsache, wir gehen einfach mal von der Vermutung aus, dass Harry wirklich von den Dursleys abgegeben worden wäre. Und die Frage bleibt dann natürlich, wo wäre er hingekommen, wie hätte Dumbledore darauf reagiert und hätte es etwas an Harrys Charakter verändert, wenn er wie Tom Riddle in einem Waisenhaus aufgewachsen wäre? Viele, viele interessante Fragen, die wir heute einfach mal so ein bisschen aufdröseln und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei bleibt und mir natürlich auch eure Meinung später in die Kommentare schreibt. Das wäre auf jeden Fall sehr cool und dann kann man sich gerne da nochmal beratschlagen. Ja. Also, wenn man davon ausgehen würde, dass die Dursleys Harry abgegeben hätten, was wie gesagt gar nicht so mega abwegig ist, also zumindest wenn man sich teilweise die Dursleys anguckt, aber durch die reine Geschichte und durch das, was eben Dumbledore auch gemacht hat, wissen wir, dass die Chance, dass eben Harry doch nicht aufgenommen wird, relativ gering war oder gar verschwindend gering, aber ganz so unglaublich oder ganz so abwegig ist es ja dann doch nicht, wenn man bedenkt, wie die Dursleys Harry aufgezogen haben, wie wenig Liebe sie ihm beigebracht haben und natürlich auch, wenn man sich Tante Petunias Charakter anguckt oder Vernons Charakter oder den Charakter ihres Sohnes, also es ist nicht ganz so knorke gewesen innerhalb dieser Zeit, also wo Harry bei den Dursleys aufgewachsen ist. Aber wenn er dort nicht aufgenommen wäre, ich fange einfach mal damit an, was ich glaube, wie Dumbledore darauf reagiert hätte. Also ich glaube, Dumbledore wäre in dem Moment wahrscheinlich erstmal sehr aus den Angeln gefallen, weil ich glaube, damit gerechnet hätte er wahrscheinlich nicht. Und er hätte sich dann natürlich etwas Neues überlegen müssen. Das Problem ist natürlich, Harry musste eigentlich bei den Dursleys aufwachsen. Denn er musste bei seiner Familie aufwachsen, damit der Schutz weiter aufrechtgehalten werden kann. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann wäre jeder andere Ort für Harry eine potenzielle Gefahr gewesen. Also auch ein Waisenhaus. Deswegen kann ich mir auf keinen Fall vorstellen, dass Harry in ein Waisenhaus gekommen wäre. Weil, ja, stellt euch mal vor, Voldemort wäre dann wiedergekommen, wie es ja auch war letztendlich. Und dann auf einmal hört er, ja, ey, der Harry, der ist jetzt in einem Waisenhaus ohne Schutz. Können wir mal eben so einbrechen, ihn abmurksen und dann ist alles gut. Wäre theoretisch denkbar gewesen in dieser Situation. Deswegen war das keine Option oder das wäre keine Option für Dumbledore gewesen.
Andersherum muss man aber auch sagen, gibt es sehr wenige andere Optionen, die möglich wären. Das Einzige, was ich da wirklich für möglich halten würde, wäre, dass Dumbledore oder jemand, der Dumbledore sehr nahe steht, Harrys Kindheit oder ja, wie nennt man das, seine Aufzucht übernommen hätte, aber das klingt irgendwie wie so ein Haustier oder so, deswegen passt das jetzt gerade nicht so ganz, aber ich denke mal, entweder hätte Dumbledore es selbst übernommen, wobei ich bei ihm auch mir nicht so wirklich vorstellen kann, dass er da irgendwie anfängt, einen kleinen Harry irgendwie mit einer Flasche zu säugen, keine Ahnung, also, oh je, nee, da geht ja schon wieder die Fantasie mit mir flöten, aber ich denke, das wäre die sicherste Variante für Harry gewesen. Weil wenn Dumbledore an seiner Seite ist, ne, und irgendwie auch auf ihn aufpasst, dann kann ihm keiner was anhaben. Selbst ein Voldemort, der wiederkommt, wäre dann kein Problem für ihn gewesen. Oder kein großes, lebensgefährliches Problem. Ansonsten vielleicht bei Minerva McGonagall, die halt auch Dumbledore sehr nahe steht und auch die meiste Zeit in Hogwarts ist. Aber da ist natürlich auch wiederum die Frage, apropos Hogwarts, wäre Harry dann in Hogwarts aufgewachsen? Oder wäre er irgendwie in einem Privathaus aufgewachsen und wenn ja, in welchem? Das ist nämlich die nächste Frage. Und ja, es ist halt äußerst schwierig. Ich vermute mal, er wäre wirklich bei McGonagall vielleicht aufgewachsen, weil Dumbledore würde ich das irgendwie nicht zutrauen. Also ich halte Dumbledore ja für einen sehr intelligenten und weisen Mann. Aber ich glaube, Kinder aufziehen, weiß ich nicht. Also da sträuben sich bei mir so ein bisschen die Nackenhaare, wenn ich mir das vorstelle. Ich weiß auch nicht, was mich da gerade so dran stört. Eigentlich nicht irgendwie, weil er so alt ist und Harry so jung oder so, das meine ich jetzt nicht. Sondern einfach, weil Dumbledores Charakter so, ja, so geheimnisvoll, so tiefgründig und so belesen ist einfach, um das mal so auszudrücken, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er sich für so etwas wie Kinder aufziehen begeistern könnte, in Anführungszeichen. Also wäre McGonagall wahrscheinlich die erste Wahl gewesen, weil McGonagall ist natürlich auch eine mächtige Hexe. Sie steht im engen Kontakt zu Dumbledore. Und, was man auch nicht vergessen darf, McGonagall ist, ja, mächtig. Also sie hätte definitiv Potenzial, Voldemort vielleicht nicht zu besiegen, aber Harry zumindest zu verteidigen, bis zum Beispiel Dumbledore auftaucht. Aber das ist jetzt natürlich reine Spekulation meinerseits und ist nicht auf Fakten basiert. Generell die ganze Folge ist nicht auf Fakten basiert. Es ist eine reine Philosophierfolge und bin sehr gespannt, was ihr da so nachher schreibt, Leute. Ja, wenn man es doch mal darauf bezieht, ich weiß, ich erzähle hier gar nichts über die Bauaufgabe, da komme ich gleich nochmal zu, ich muss mal eben hier die Wände nur hochziehen, das ist so relativ eintönig, sage ich mal. Wenn man bedenkt oder wenn man einfach mal davon ausgeht, dass Harry doch in ein Waisenhaus gekommen wäre, man kann das ja einfach mal in die Richtung ausbügeln, dann glaube ich persönlich hätte das an Harrys Charakter, ja, es ist schwierig. Ich glaube nicht, dass Harry so sich entwickelt hätte wie Tom Riddle, weil Tom Riddle ist unter ganz anderen Verhältnissen aufgewachsen. Er ist ja ohne Liebe gezeugt worden, dadurch hat er ja selber keine Liebe empfinden können. Das ist wiederum ein Fakt und deswegen hat sich Tom Riddle ja auch im Waisenhaus so seltsam entwickelt. Teilweise ist das auch dadurch zu begründen. Bei Harry ist das aber was anderes. Er ist ja ein normales Kind in dem Sinne, normal in Anführungszeichen, und hätte wahrscheinlich eine ähnliche Entwicklung durchgemacht wie bei den Dursleys. Denn im Waisenhaus kriegt man ja auch nicht wirklich Liebe, vor allem nicht in dem Waisenhaus, wo Tom Riddle aufgewachsen ist. Also vor allem, wenn man sich das Bild mal vorstellt von dem Waisenhaus, an den Seiten so schöne backsteinrote Häuser und ganz hinten am Ende der Straße so ein altes, vergilbtes, dunkles, graues Gebäude, was ein Waisenhaus darstellen soll. Also wenn da kein Kind Depressionen kriegt, dann weiß ich auch nicht weiter. Man hätte das ganze Teil vielleicht mal in rosa anmalen können oder so. Dann wäre es vielleicht etwas schöner gewesen oder in gelb oder in Giftgrün oder in Blau oder so, keine Ahnung, aber doch nicht in diesem Grau-Schwarz. Also da kriege ich ja schon Angstzustände, wenn ich das sehe. Und ich bin bei weitem älter als all die Kinder, die da drin sind, glaube ich. Also das Waisenhaus hätte, glaube ich, an Harrys Wachstum oder beziehungsweise an seinem Charakter nicht so viel geändert in dem Sinne, weil er hat ja auch bei den Dursleys keine Liebe empfunden oder beziehungsweise keine Liebe empfangen von den Dursleys selber. Und das wäre im Waisenhaus ja nicht anders gewesen. Ich glaube sogar ein bisschen, dass das Waisenhaus wahrscheinlich sogar sozialer wäre, weil die Dursleys waren ja über alle Maße arschig zu ihm. Und ich glaube nicht, dass das Waisenhaus genauso gewesen wäre. Also ich kann ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen, weil die haben ja auch gewisse Regeln, nach denen sie verfahren. Und ich glaube auch, es gibt ja Gesetze, die sich darum kümmern, dass eben die Kinder in Waisenhäusern auch eine gewisse Liebe bekommen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so eine Liebe, die man bei seinen richtigen Eltern hätte, aber zumindest so eine, ja, ne, so eine Scheinliebe, sag ich mal, damit sie einfach nur ein bisschen harmonischer aufwachsen können.
ich beziehe das jetzt natürlich nur auf das Waisenhaus aus den Harry Potter Filmen, also auch da, wo Tom Riddle aufgewachsen ist. Ich weiß, dass Waisenhäuser in Deutschland zum Beispiel natürlich was völlig anderes sind und dass da auch, ja, ein bisschen mehr auf die Harmonie geachtet wird. Aber wenn man sich das Waisenhaus aus Harry Potter anguckt, dann muss man einfach mal klar sagen, das Ding, da will man einfach nicht aufwachsen. Das will man einfach nicht. Und ich glaube, da geht es euch genauso wie mir. Also wenn man sich das Teil mal so angeguckt hat, mit den grauen Wänden, mit diesen... Oh Gott, ich will das gar nicht ausmalen eigentlich. Also das ist schon nicht so ganz schön gewesen. Ich nutze mal schnell den Zeitumkehrer. Deswegen, also ich glaube auch, dass Harry selber da keinen großen Unterschied festgestellt hätte. Also... Für mich macht das keinen großen Unterschied, ob er jetzt bei den Dursleys aufwächst oder im Waisenhaus, weil einfach beides nicht so wirklich harmonisch gewesen wäre. Und wenn er dann nicht ins Waisenhaus gekommen wäre und die Dursleys ihn trotzdem abgelehnt hätten, dann glaube ich Dumbledore oder McGonagall. Also das wären die einzigen beiden Methoden, die ich mir vorstellen könnte, weil zu diesem Zeitpunkt war ja Sirius noch keine Option. Weil Sirius saß in Azkaban am Anfang und Dumbledore wusste ja auch nichts über Sirius' Unschuld, das ist auch ein Fakt gerade. Und deswegen hätte er Harry ja auch niemals an Sirius abgegeben. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo der erste Teil spielt. Und ja, das ist so meine persönliche Vermutung. Vielleicht komme ich gleich nochmal zu einem anderen, zu einem anderen Mini-Thema, was dieses Thema umfasst. Aber das wäre jetzt erstmal so meine persönliche Vermutung, wie das Ganze abgelaufen wäre. Aber das muss nicht eure sein, deswegen schreibt mir eure gerne mal in die Kommentare. Ich würde mir das gerne durchlesen und bin schon gespannt, was ich da zu lesen bekomme. Jetzt mal gerade ganz kurz zur Bauaufgabe, Leute. Ich bin mir nun selber... Wartet mal, jetzt muss ich mal eben selber gucken. Also, ich bin jetzt gerade dabei, das Ding hier abzubauen. Nicht unbedingt, weil mich das... Also, nicht unbedingt, weil mich die Wand stört, sondern weil wir jetzt natürlich gucken müssen, wie das Dach genau verläuft, weil... wir müssen das Dach ja hier genauso umsetzen. Und das sehe ich halt nicht, wenn die Wand davor ist. Deswegen muss ich das mal hier eben gerade abbauen. Ich hoffe, das geht jetzt einigermaßen schnell. Vom Animagus aus geht das natürlich nicht so wirklich schnell, aber ich bin jetzt auch ehrlich gesagt zu faul, mir ein Gerüst zu bauen. Ich denke, da geht es euch ähnlich. Wobei, nee, wisst ihr was, Leute, ich baue mir wirklich ein Gerüst. Ich muss das mal eben machen, weil sonst dauert das einfach unglaublich lange. Das ist so nervig. Mann, ey. So, einmal da drauf. So, und jetzt sollte das auch schneller... Ja, guckt mal an, Leute. Also, das ist ja wohl... Das ist ja mal ein Unterschied auf jeden Fall. So, dann können wir das ganz schnell abbauen. Dann sehen wir auch, wie das Dach verläuft. Und dann müssen wir das genau so, genau in der Höhe da weiterführen. Denn das Gebäude wird ja weiter nach hinten gesetzt. Später kommen dann noch zwei große Türme dahin. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Und ich glaube nicht... Ja, oder wartet mal. Ich überlege gerade, ob das vielleicht noch diese Staffel angedeutet werden könnte. Nee. Also das hier ist ja jetzt Folge 793, wenn ich mich nicht ganz vertue. Das heißt, wir haben noch 6 Folgen übrig bis zum Staffelfinale. Könnte vielleicht gerade so angedeutet werden am Ende. Vielleicht so die letzten 2 Folgen oder so. Aber sicher bin ich mir dann nicht. Vor allem dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir ja noch Korrekturaufgaben machen müssen. Oder ich will das zumindest. Damit die Download-Version einigermaßen perfekt ist. Also perfekt im Sinne von, dass hier keine unnötigen Sachen rumstehen und natürlich auch diese ganzen Mini-Fehler behoben sind. Ich hoffe, ich schaffe das. Also der Zeitplan ist auf jeden Fall in dieser Staffel strammer als bei der letzten Staffel, weil letzte Staffel war es so, da wusste ich in den letzten Folgen vor dem Staffelfinale gar nicht mehr, was ich machen soll. Also ich hatte gar keine Aufgaben mehr, ich habe eigentlich nur so, ja, rumgehampelt, bin irgendwo langgelaufen, habe euch Sachen gezeigt, habe so Kleinigkeiten korrigiert, aber diese Staffel... Also ich habe jede Menge Aufgaben, die ich noch machen könnte. Also ich könnte auch rein theoretisch diese Korrekturaufgaben komplett weglassen und bis Folge 799 nur an, an diesem Gebäude hier bauen. So, das habe ich hingekriegt, super. Und jetzt fehlt noch das Stück da oben, da mache ich mir auch mal eben Podest. Ich glaube, das geht wirklich schneller. Wir wollen ja ein bisschen effizient sein, ne? Ein bisschen zumindest. So. Bauen wir das ja auch nochmal eben ab und dann haben wir es eigentlich im Großen und Ganzen soweit. Ist nur die Frage, reicht das jetzt, um das Dach komplett genauso auf der Seite zu bauen oder... Ja, oder soll ich das Dach komplett einmal so durchführen mit so Hilfslinien? Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt hier die Frage der Fragen, die wir uns alle stellen, also ich zumindest. So, dann gucken wir mal. Also, das haben wir jetzt soweit abgebaut. Was sind das hier eigentlich für komische Steine? Hilfssteine sind das, glaube ich, ne? Können auch mal weg. Die stören mich gerade.
So, die auch, die auch, die auch, die auch und der noch. So, wunderbar. Gut, damit haben wir das soweit geschafft. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wo das Dach ansetzt. So. Ja, ich würde sagen, also diese Linie müssen wir jetzt hier erstmal beobachten, um es mal so zu sagen. Ich führe die Linie jetzt einfach mal weiter. Das ist jetzt eine Hilfslinie, die wird später wieder abgerissen. So, und diese Hilfslinie zeigt mir jetzt, dass wir das hier noch einen höher setzen müssen. Also war schon ganz praktisch. Und dann fängt hier das Dach an. Also ich glaube, das funktioniert doch ganz gut. Und vor allem habe ich mich nicht in der Höhe vertan. Das verwundert mich gerade sehr. Wenn man bedenkt, dass ich vor ein paar Folgen meinen Turm einfach 20 Steine zu hoch gebaut habe. Oh Mann, ey. Mag mich gar nicht dran erinnern, ey. So. Sieht schon geil aus irgendwie, ne? Also ich kann mich da auf jeden Fall für begeistern. Jetzt müssen wir die andere Seite natürlich in derselben Höhe bauen. Und da mache ich mir jetzt nochmal eine Hilfslinie, weil eine Hilfslinie kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Und sie sorgt dafür, dass man sich auf keinen Fall vertut. Genau, wir müssen nämlich das hier auch noch exakt einen Stein höher bauen. Der kommt weg. Ja, und dann können wir die Hilfslinie eigentlich auch sofort wieder abbauen. Also wenn das Dach jetzt wirklich sofort beim ersten Versuch sitzt, dann bin ich verwundert, weil das hätte ich nicht erwartet. Das hätte ich bei weitem nicht erwartet. So, das kommt weg. So, und genau, ja, dann ziehen wir das jetzt hier noch eine Mauerstufe nach oben. Und vielleicht nicht unbedingt vom Animagus aus, Daniel, dann funktioniert das auch ein bisschen besser, du Flitzpiepe. So. Jetzt haben diese Wände auf jeden Fall die korrekte Höhe. Höher werden sie nicht. Jetzt kommt das Dach drauf. Und ich muss sagen, Leute, es sieht schon sehr, sehr geil aus. Vor allem, was man hier drin später für Räume machen kann. Das ist breit genug, um einen Gang reinzubauen und gleichzeitig noch Klassenräume auf einer Seite. Also von den Maßen ist das optimal. Und man darf nicht vergessen, hier neben kommt ja auch nochmal ein Gebäudestückchen ran. Und das ist nochmal so breit hier. Und auch hier könnte man Klassenräume reinsetzen, theoretisch. Theoretisch nur. Ja, dann würde ich sagen, können wir diese Hilfslinie jetzt auch hier entfernen. Weil jetzt wissen wir ja, wie das Dach verläuft. Wir mussten ja nur den Ansatz finden und jetzt müssen wir eigentlich nur gucken, wie viele Steine das immer nach oben geht. Ja, ich mache das auch mal ohne Animagus, sonst wird das hier heute nichts mehr. Vielleicht hätte ich die auch aus Erde machen sollen, aber auf solche tollen Ideen komme ich immer erst zum Schluss, Leute. Das wisst ihr ja mittlerweile. Hashtag Dagidum und so. Oh je, Leute. Es macht so Spaß. Ich freue mich momentan so sehr. Ich finde einfach diese Bauaufgabe, das ist... das war knapp. Diese Bauaufgabe ist einfach momentan das, was mich an Hogwarts so am meisten fasziniert. Irgendwie geht alles alleine von der Hand. Es ist nichts irgendwie, wo ich mir denke, boah, ist das jetzt scheiße gebaut oder so. Alles sieht ziemlich nice aus. Und ja, man hat einen riesen Unterschied, den man verzeichnen kann. Also einen riesen bautechnischen Unterschied. So, jetzt sieht man da hinten... Zwei Steine nach oben wird das jetzt gebaut. Das heißt, eins, zwei. Das hier ist wieder nur ein Hilfsstein, der wieder wegkommt. So, wir könnten ja erstmal auch nur den Rahmen machen. Das haben wir ja bisher als guten Weg herausgefunden. So, dann nochmal zwei Steine. Eigentlich jetzt immer zwei Steine, oder? Ja, immer zwei Steine. Alles klar, ja, dann machen wir das auch so. Frage ist nur, wo ist die Mitte, ne? Ja gut, jetzt kommen wir hier mit der Mauer ein bisschen in Konflikt. Da haben wir ein bisschen zu tief angesetzt. Ja, ich mach mal hier so ein bisschen was weg. Ich will zumindest das Dach andeuten in der Folge. Das ist so mein persönliches Ziel, das möchte ich schaffen. Und ich glaube, das schaffen wir auch. Das wäre ja gelacht, wenn nicht. So, zack, zack, zack. Ja, dann, so. Soweit ist das, glaube ich, richtig, ne? Ich habe Angst, mich hier zu vertun, aber ich glaube, das müsste eigentlich soweit richtig sein. So, jetzt muss aber... Na, ich nehme nochmal die Hilfssteine weg. Ich glaube, die verwirren mich gerade ein bisschen. So, der kommt weg. 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 So, dann kommt der tatsächlich nochmal weg. So. Ich mach mal hier nur kurz etwas weg, damit ich halt den Überblick behalte, Leute. Sinn macht das eigentlich gar nicht.
So. Genau, und hier müsste jetzt eigentlich die obere Spitze sein, oder nicht? Ich probiere das nochmal mit einer Hilfslinie, Leute. Und ich glaube, dieses Wort kommt euch langsam aus den Ohren wieder raus, ich weiß. Aber Hilfslinie, Hilfslinie, Leute. Es ist die Hilfslinie, die alles hier ausmacht. Ohne die Hilfslinie funktioniert es nicht. Und ich glaube, das ist richtig. Oh mein Gott. Als ob heute alles so gut funktioniert. Hä? Hä? Wieso läuft das? Eigentlich müsste das doch hier hinkommen. Jetzt bin ich gerade... Wartet mal. Zeitumkehrer, ahoi! Wartet mal. Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Jetzt... Oh komm, bitte nicht. Jetzt habe ich mich hoffentlich nirgendwo vertan. Hä, das raff ich gerade nicht so ganz. Also, wir haben hier unten... Da haben wir den Stein wie da. Das ist alles gleich. Habe ich hier irgendwo einen Denkfehler? Ich glaube ja, irgendwie habe ich einen Denkfehler und ich finde ihn gerade nicht. Muss das vielleicht einfach noch einen Stein höher? Nee, das kann ja eigentlich auch nicht sein. Wartet mal, ich guck mal eben. Boah, ist das jetzt schwierig gerade, ey. So, warte mal, ich mach mal eine Hilfslinie. Obwohl, nee, muss ich eigentlich nicht. Warte mal, jetzt. Ich weiß, ich stotter mir gerade ein ab, Leute. Das ist, weil ich gerade relativ unsicher bin, was ich hier falsch mache. Also, dieser Clearstone markiert genau diese Spitze da oben. Genau die. Genau dieser Clearstone, den müssen wir anpeilen. So. Ich glaube, ich habe nur einen Denkfehler oder was stimmt jetzt hier gerade nicht mit mir? Warte mal, wenn ich den hier wegnehme. So. So, das kommt auch weg. Ich will das in dieser Folge schaffen, Leute, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, ist ja eigentlich richtig. Weil guckt mal. Nein, es ist richtig, was wir machen. Ich weiß jetzt, wo der Fehler liegt. Das ist einfach nur schwer, gerade sich im Kopf vorzustellen, aber es ist richtig. Es ist richtig, Leute. Das heißt, wartet, wir machen das jetzt hier auf der anderen Seite auch mal. Oh Mann, ey, ich hatte voll Angst gerade. Ich glaube, man hat mir das angemerkt. Oh Mann. Wir ziehen den Rahmen jetzt fertig, Leute. Ich mache das jetzt in dieser Folge fertig. Ich bin mega motiviert. Ich glaube, jetzt gerade habe ich wieder einen richtigen Hype bekommen. Weil ich glaube, keinen Fehler gemacht zu haben. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es. So. Zack. So, jetzt gehen wir genau in diesem Muster weiter nach oben. Und wenn wir jetzt nämlich genau mit diesem Punkt abschließen, wo der Clearstone sitzt, dann Halleluja. So, die Hilfssteine kommen wieder weg. So. Hier, die Steine nehme ich auch nochmal weg, aber auch nur kurzfristig, damit ich das einfach besser überblicken kann, wie gesagt. So. Ja, so weit, so gut. Ich glaube, das muss auch richtig sein. Wir nehmen den hier jetzt nochmal weg, den Clearstone. Und damit ist das Dach so wie drüben. Ja, ist richtig, Leute. Muss richtig sein. Das kann gar nicht anders. Nice. Dann nehmen wir jetzt nochmal diese Hilfslinie weg. Die nehme ich aber auch ohne den Animagus weg, weil sonst dauert mir das echt zu lange. Geil, Alter. Ich bin gerade richtig gehypt einfach. Ich dachte, ich hätte jetzt schon wieder irgendwo einen Fehler reingebracht, was mir wieder so typisch sehen würde. Aber ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Also ich habe es richtig gemacht. Wobei, ich will das eigentlich noch nicht so selbstsicher sagen. Weil meistens ist es so, wenn ich irgendwas selbstsicher sage... Genau dann geht's in die Hose. So. Der Rahmen steht, Leute. Und jetzt können wir die Wand hier auch wieder ausfüllen. Weil das war jetzt nur, um den Überblick zu behalten. So, so. Und ja, das hier müssten wir auch noch auffüllen. Ich glaube, das mache ich sogar jetzt eben in der Folge. Ist ja keine große Arbeit. So.
So, den Rest muss ich, glaube ich, vom Animagus ausmachen. Zack, zack, zack. So, damit haben wir die Seite soweit fertig. Jetzt machen wir noch die andere Seite. Und dann denke ich, haben wir einen mega nicen Fortschritt in dieser Folge geschafft. Das muss man sich auf jeden Fall mal auf der Zunge zergehen lassen. Es sieht zwar nicht so wie ein krasser Fortschritt aus, aber wenn man bedenkt, dass wir jetzt nächste Folge direkt mit dem Dach weitermachen können hier und das auch schon richtig ist, innerhalb einer Folge mal eben, finde ich das durchaus bemerkenswert. Und ich bin gerade ein bisschen verblüfft, dass ich das hinbekommen habe. Bisschen sprachlos vielleicht auch. So, zack, 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 zack. Und dann einmal hier raus. Und zumachen. So, Leute, damit haben wir das Dach soweit richtig angedeutet. Das ist exakt so wie da drüben. Und dieses Dach wird jetzt hier durchgezogen bis zum Ende. Und dann wird das natürlich noch mit Nethersteinen besetzt. Also, das ist jetzt die nächste Aufgabe für, ich denke mal, Ende dieser Staffel noch. Und ich freue mich schon sehr auf das Endergebnis, wie das aussehen wird. Eieiei, Leute, oh mein Gott. Ja, gucken wir uns das nochmal kurz von oben an. So sieht das jetzt insgesamt aus. Und ich glaube, das kann sich sehen lassen. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir da so in die Kommentare schreibt. Ich habe leider noch kein richtiges Feedback zu dem Gebäudekomplex bekommen, weil ich ja vorproduziere und jetzt momentan ja mehr als sonst wegen dem Staffelfinale. Aber ich bin mal sehr gespannt, Leute. Wünsche euch jetzt aber einen wunderschönen Tag noch. Schreibt mir gerne was zu dem Thema in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht auch ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Macht es gut, Leute, und ciao.